So, hallo, da sind wir wieder. Wir sind gerade dabei, unserem kleinen bärtigen Freund Thoradin zu helfen. Und sind hier, hier, wie heißt das nochmal? Die Blutdrachen, die Leute. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir doch jetzt hier da drin und, wir haben doch ihre ganzen Sachen und Waffen und illegalen Waren hier und so. Und wir müssen auf Sprengfallen aufpassen und so. Ihr wisst schon. Zack, da habe ich auch schon eine gefunden. Wie heißen die denn nochmal? Drachenblutfestung. So, jetzt habe ich's. Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Mann, gut, dass ich den Dieb dabei habe. No sweat. Es gibt auch immer schön dick EP. Nein, nicht dick, aber es gibt EP. Hold on. They haven't noticed us yet. I can check it from here. There wouldn't be guards if there was nothing worth guarding. Maybe I can sneak in and see what they've got. Got it. Wer wollte jetzt alleine gehen? Hat jetzt da gerade Thoradin gesprochen oder Larata? Lassen mal den Dieb alleine vorgehen. Vielleicht kann der hier tatsächlich irgendwie. Da geht schon mal nicht lang. Wie willst du denn hier? Oh, oh. Geh mal hier aus der Sicht weiter, bitte. Leute, weg da. Dann schleichen wir hier mal rum. Scheiße, wer hat mich denn jetzt gesehen? Da, der. Und jetzt auch noch der. Okay, nix hier mit alleine rumlaufen und so, ne? Klappt wohl nicht ganz so gut. Oh, Child hat aber ganz schön einen abgekriegt, würde ich sagen. Da kommen ja immer mehr. Alter, was? Was ist denn da los? Thoradin ist gleich tot. Jahalt ist gerade gestorben. Na, hier geht ja gut der Punk ab, wa? Jahalt liegt schon wieder am Boden. Das ist doch unfassbar. Ja, und Larata liegt auch gleich am Boden. Oh Mann, oh Mann. Wenn ich hier so weitermache, dann gehen mir aber ziemlich flott die Heiltränke aus. Den dort. Thoradin hält ja ziemlich viel aus dafür, dass er kaum noch Lebensenergie hat, ne? Oh, hier. Da ist gerade einer wach geworden. Jahalt, könntest du mal irgendwie geheilt werden? Weil ohne dich sehe ich doch ziemlich alt aus.
Oh, Tore, die macht das hier, ne? Wow. Nee, das geht schneller. Dann noch einmal die Bären rüber zu der Jarhild. Sonst nehme ich auch gleich weg. Schneller, schneller. Jetzt ist der Larata gleich wieder down. Aha. Und jetzt alle auf die letzte Wache. Ja. So viel zur Heimlichkeit. Ich meine, hat ja bestimmt keiner gehört, oder? Was ich jetzt auf jeden Fall machen sollte, ist hier nach Sprengfallen suchen. Das war doch für so eine Empfehlung, ne? Aha. Nailed it. Aufzeichnungen über Sklavenhandel. You guys don't need this, right? Interesting. Looks like Souljack is dabbling in a little slave trading. Naughty, naughty Souljack. I bet they'd be in real trouble if this got out. Gott sei Dank haben wir wieder eine Statue gefunden. Und noch eine Götze. Was ist das für ein Geräusch? Ihr kämpft gegen Sandsäcke. Hör, macht ihr mal. Währenddessen räume ich euch hier den Laden leer. Ein unterer Drachenblutschlüssel. Gott sei Dank war das kein oberer. Liegt da auch noch was, oder? Hm? Nö, zwei. Oh. Nailed it. Aha. Trap's clear. Okay, mal gucken, ob ich einen von euch beiden schlafen legen kann. Und erstmal solltest du die Falle hier entschärfen. Habe ich jetzt schon den Schlafzauber gewirkt? Ja. Wer braucht Hilfe? Ach, ja, wer will? Wer wohl schon? Hm. Wäre ja auch mal ganz gut, wenn wir uns hier auf ein Ziel konzentrieren könnten. Oh Mann, Mann, Mann. Na also. Schafft ihr alleine. Bah, bam, platsch! Wenn das ein Waffenständer. Nein! Stopp! Hier sind doch bestimmt noch Fallen. Nö? Okay.
Gut, wäre auch irgendwie ein bisschen albern. Fand ich sowieso albern, weil die ja hier am. Das ist ja der Übungsraum. Da haben die ja rumgefightet und geübt an den Puppen. Warum die hier jetzt, so wie hier, wieder Fallen aufstellen, ist mir ein wenig schleierhaft. Und da. Aber meinetwegen auch das, ne? Gibt mir ja nur Erfahrungspunkte. Was ist denn hier? Von hier kamen wir so. Ah, okay. Hier ist sonst auch nichts mehr, ne? Nee. Dann hier durch. Moin, ich bin's. Da liegt einer mit Hut. Das ist ein Bauer. Leere Kisten. Es war ein Bau mit einem Alkoholproblem. Also, das Alkoholproblem hat er seitdem ich es ihm ich dem Alkohol geklaut habe, beziehungsweise seitdem er tot ist. Ach, ich krieg den Witz nicht auch nicht hingebogen. Vergesst es. Jetzt gehen wir wahrscheinlich eine Stufe tiefer in der Drachenblutfestung. Da hatten wir auch einen Schlüssel für, ne? Dürfen wir also. Oh, oh. Ha! Looks like we'll be making our slave quota. Okay, mal gerade schön abspeichern. Ich guck mal direkt vor unseren Füßen an der Falle. Scheint nicht so. Und leg die direkt nochmal schlafen hier. Oh, hat er gut geklappt. Bin jetzt alle auf den da. Ja, jetzt habe ich gerade den anderen auch noch wach gemacht. Und hier steht der andere auch schon wieder auf. Nee, das ist doch scheiße. Ich bin hier gerade auf den Hauptmann gestoßen. Hätte ich mich mal besser erst irgendwie... Ach ja. Das natürlich auch alles. Und so. Brauchen wir Narita wieder, nützt ja nix. Oh oh. Nee, so. Ach, ich habe gerade eben Thora-Ding geheilt. Ich wollte eigentlich Jar halt heilen. Zum Kack. Ja. Okay. Nu aber. Die greifen alle Jahl dann, ne? Nekroschaden verursachen, bitte. Und dann könntest du nebenbei auch mal ein Gift auftragen. Ich glaube, das wäre jetzt mal ganz angebracht. Und habe ich noch einen Heilzauber gerade? Nein, habe ich nicht. Das heißt, der Jahl, du musst das mal gerade selber machen. Und hier haben wir nichts mehr. Aber hier waren noch so Donnersteine, ne? Ja, probiere ich mal. Betrifft das auch mich? Nee. Okay, hat auch nicht wirklich so den Effekt gehabt, den ich mir jetzt eigentlich erhofft hatte. Huhuhu, was haben wir denn noch hier? Gebet der Heilung. Ja, hier unbedingt. Ne, ist das jetzt nur auf mich? Ne, ist um mich. So ein Radiuszauber. Puh! Jetzt wird das aber echt eng hier mit der Heilung. Mit der Lebensenergie. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, da. Und hier du. Heiltrank. Puh.
Regenerationstrank. Du auch. Oh ne. Was mache ich denn da nur? Hat ja schon Regenerationstrank Intus, ne? Hier geht noch so ein Heiltrank. Muss unbedingt wieder Heiltränke einkaufen gehen. Das geht ja so gar nicht hier. Das ist echt, ey. Die haben es hier auf Jahalt abgesehen. Echt jetzt. Kannst du wieder heilen? Nee. Da fehlt noch ein ganz kleines Quäntchen. Dieses Quäntchen hat Jahalt nicht mehr. Die braucht jetzt Heilung. Doch, ich hatte noch so einen ganz großen Heiltrank irgendwo mal eingesammelt. Können wir es nicht hier sortieren nach... Ja, aha. Überragender Heiltrank. Was habe ich hier? Trank der Erneuerung. Eigentlich nicht schlecht. Was haben wir hier? Schlitzresistenz. Weg damit. Und da ist der überragende Heiltrank rein. Wehe, der ist nicht überragend. Doch. Haha, Lebensenergie voll. Wenn jetzt alle auf ihn da. Ist das auch der Regenerationstrank? Jawohl. Was ist das denn hier? Brennende Hände. Rustlin, ist doch was für dich. Ah, ich kann aber wieder den Schlafzauber. Ja, damit. Kann ich gerade gut gebrauchen. Ein paar weniger Ziele wären toll. Ja, Thoradin macht die Wache natürlich wach und die ist nicht eingeschlafen. Aber dafür ist der Hauptmann eingeschlafen. Das heißt, lass sie mal in Ruhe. Ja, da ist er wieder. Hätte das wenigstens für. Jawohl, wenigstens einer weg. Thoradin hat die andere Wache auch gleich umgeknüllt und der Hauptmann lebt jetzt auch nicht mehr allzu lange. Ich glaube, jetzt müsste das funktionieren. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh. Was für ein Krampf. Was hat er denn dabei? Drachenblüter, Umhang des Dienstes. Plus 4 auf Stärke, Rettungswürfe. Moa, klingt gut. Sollte ich direkt mal anziehen. Es klingt, als wäre das was für Madame hier. Vor allem wegen den Rettungswürfen. Was hab ich denn bis jetzt? Nee. Ist hier besser. Vielleicht kann er hier das gebrauchen. Nee. Hier. So. Okay. Ich würde sagen, das hatte mein Heiltrankvorrat jetzt doch schon ganz schön dezimiert. Das will ich noch kaputt machen. Vorher gehe ich hier nicht weg. Ja, das will ich auch kaputt machen. Büste. Ja, ist auch sowieso nie was drin. Komm, gehen wir einfach weiter. If I was gonna store something valuable and morally questionable, I'd put it in something like that. Das stimmt. Vor allem, wenn da so ein Questbuch drüber schwebt. Hier ist er, der Reisestaubvorrat. Nehmt ihn und lasst uns von hier verschwinden. Ei, bringen wir es hinter uns. Ihr und Larita seid jetzt also quitt. Sobald ich die Lieferung zu Suljak zurückgebracht habe, ei, dann wird euer Kumpel Larissa vermutlich nie wieder etwas von mir hören. Vermutlich. Wäre das nicht ein schöner Tag? Dann bringen wir es hinter uns. Ich bringe das persönlich zu Suljak. Fürs Erste seid ihr aus dem Schneider. Alles Gute, Thoradin, und geht mir in Zukunft aus dem Weg.
Ei, alter Freund, passt auf euch auf. Ihr auch, alter Freund. Achievement. Gibt's hier nicht irgendwie noch so einen direkten Weg raus? Ist echt zurücklatschen, nee, oder? Ach komm, oder? Jup. Tatsächlich. Ja, dann kann ich auch direkt nochmal hier gucken, ob hier irgendwas drin ist. Messingknopf. Gott sei Dank. Ich habe bestimmt die ganze Zeit gesucht. Endlich habe ich einen Messingknopf. Jo. Auch hier wieder ganz zurück. Achso, so schlimm ist es ja gar nicht. Ich brauche ja quasi einmal nur geradeaus gehen hier, ne? Jo. Und dann hier lang. Da ist noch was zum kaputt machen. Und da auch. Euch mit dem Stern. Mit dem Stern. Alter, was geht denn mit dir? Günni. Mit einem Schwert eine Statue kaputt und drin ist ein Säckchen voller Gold. So, da sind wir wieder raus. Und obwohl das dann heute eine eher kurze Folge wird, finde ich das eigentlich ziemlich einen guten Zeitpunkt, um hier Schluss zu machen. Und zu sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter.